Hallo im Küchengarten. Heute zeige ich euch mal einen richtig vernachlässigten Winkel meines Gartens. Und zwar ist das New Beetland. Das habe ich ja vor 2 Jahren neu angelegt. Im Winter, da habe ich ein Video drüber gemacht. Das war ziemlich eines meiner ersten. Danach habe ich hier noch ein Blumenbeet angelegt, um die Nützlinge weiter zu fördern. Dazu gibt es auch ein Video. Verlinke ich euch alles gerne oben in der Ecke. Das Jahr über ist es dann ganz gut gelaufen, mehr schlecht als recht. Ich habe hier ja leider einen recht großen Schneckendruck und meine Laufenden kann ich hier nicht rauslassen, weil sie mir hier abhauen würden. Dieser Bereich ist nicht eingezäunt zur Straße hin. Ja, deswegen muss ich dem Ganzen mit Schneckenkrägen und Absammeln zu Leibe rücken, aber das ist fast unmöglich. Hier gibt es natürlich so viele Winkel, wo sie sich verstecken können. Ich habe nämlich eine Natursteinmauer hier. Zusätzlich zu dem ganzen Unterholz, auch vom Nachbarn kommen sehr viele rüber. Deswegen bin ich dann immer nicht so motiviert, hier an die Arbeit zu gehen, weil der Schaden doch immer recht groß ist und auch der Ausfall ist recht groß. Ich habe jetzt hier eine Herbstbepflanzung gemacht. Also es steht hier Rosenkohl, Kaffiol, Blumenkohl und auch ein bisschen Rotkohl. Das Unkraut sprießt wie verrückt, die Schnecken und die Raupen sind zugange. Aber jetzt muss ich mich doch mal dran machen und schauen, wie es ausschaut und ob für den Winter auch noch was zu retten ist. Hier sehen wir also jetzt von oben auf New Beetland. Das ist in mehrere Etagen angelegt. Also hier auf der Seite seht ihr unsere Hauswand. Rausgekommen bin ich hier. Das ist unser Sitzplatz, die Terrassentür. Und hier ist eben New Beetland. Da haben wir ganz rechts hier ein Erdbeet, was im direkten Boden ist. Dann habe ich hier so eine Etage mit mehreren Beetkästen. Weiter links, hier hinten seht ihr dann dieses Blumenbeet. Neu im letzten Jahr dazugekommen ist hier dieser grüne Thermokomposter, wo ich Kompost von der Kompostieranlage drinnen habe, den ich dann mit Bokashi während des Winters aufwerte. Da gibt es auch ein Video dazu, verlinke ich euch gerne. Dann habe ich nämlich im Frühling schon nährstoffreiche, frische Erde, um meine frischen Beete zu düngen und aufzufüllen. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite runter. Dann sieht man nämlich noch besser, in was für Etagen das angelegt ist. Nämlich hier unten am Ende von dem Blumenbeet ist eben die Natursteinmauer, wie gesagt. Hier seht ihr nun also die Natursteinmauer, die mein Mann hier für mich aufgestapelt hat. Die ist ein wunderbarer Lebensraum für allerhand Nützlinge, natürlich aber auch für allerhand Schädlinge und für Unkräuter eine wahre Freude. Das ist immer ein Geben und Nehmen, für mich ist das okay. Deswegen habe ich hier ja auch dieses Wildblumenbeet angelegt, damit es mich hier nicht so sehr stört. Allerdings kriechen natürlich die Schnecken und allerhand anderes bis hinauf in meine Beete. Naja. So, hier ist ja wirklich ganz schön viel zu tun. Mein Motto, eins nach der Ruhe und dann irgendwann ist es auch geschafft. Zuallererst kümmere ich mich hier mal um meine ganzen Kohlpflanzen, die ich schon vorsorglich unter solche Insektenschutznetze gepackt habe, um eben Kohlweißling, weiße Fliege etc. abzuhalten. Lustigerweise, und ich habe keine Ahnung, wie das passiert, jedes Mal habe ich trotzdem einen Haufen Fliegen und jetzt hier auch Raupen drunter. Also ich bin da anscheinend noch kein Profi mit dieser Schädlingsbekämpfung auf natürlichem Weg. Aber ich gebe nicht auf. Jetzt werde ich das Ganze mal abnehmen, weil ich denke, die Schmetterlingssaison ist jetzt größtenteils vorbei. Schauen, wie es drunter ausschaut. Und dann muss ich diese ganzen Kohlpflanzen stützen. Und was ich hier schon sehe, gab es auch Schneckenfraß noch und nöcher. Mal schauen, was da noch zu retten ist oder ob ich das ganze Beet gleich abräumen kann. Lucky!
ist ja Wahnsinn. So, jetzt können wir uns das Massaker, was ich hier freigelegt habe, mal genauer anschauen. Also ich bekomme jetzt sicher einen eigenen Hashtag, und zwar die schlampige Gärtnerin. Auf jeden Fall hier der Rosenkohl. Man sieht schon, die Blätter sind hier auch recht zerstört, verlöchert. Dazwischen wächst noch die ein oder andere Brombeere raus, ist auch interessant. Es hat zwar kleine Röschen dran, aber die sind ja winzig klein. Weiter unten sind sie angefressen. Gegen oben werden sie noch kleiner. Und das Ganze liegt natürlich kreuz und quer. Na gut. Ich lasse mich jetzt hier nicht entmutigen. Ich werde das Ganze jetzt fein säuberlich schön hochbinden. Mulchen, nochmal düngen. Und dann schauen, was noch wird. Nachdem ich die ganze Sache jetzt hier fein säuberlich hochgebunden und gestützt habe, ihr müsst zugeben, das schaut schon viel ordentlicher aus. Bitte entschuldigt den Lärm im Hintergrund, die Nachbarn bekommen Solaranlagen aufs Dach drauf. Möchte ich das Ganze noch kräftig düngen? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt noch was bringt oder kontraproduktiv ist. Allerdings sind diese Rosenkohlröschen noch so klein und ich hätte gern, dass da noch was geht, weil es wären einige dran. Das heißt, jetzt werde ich das Ganze ordentlich düngen, und zwar einerseits mit Saft aus meinem Wurmkomposter, der geht dieses Jahr wirklich ganz gut voran, plus Saft aus meinem momentan aktiven Bocage-Eimer, und das werde ich alles mit Wasser verdünnen und dann hier kräftig drüber gießen. Dann möchte ich den Boden schön abmulchen, und dazu habe ich es ja ganz praktisch. Die Nachbarn haben hier so einen herrlich riesengroßen Kirschbaum und der verliert jetzt all seine Blätter, und dieses Gold des Waldes sozusagen werde ich mir hier aufsammeln, zunutze machen und damit mein Beet wunderbar abmulchen. Bei der nächsten Sequenz hatte ich leider Probleme mit dem Ton, deswegen erzähle ich euch das jetzt schnell einfach in der Nachvertonung. Und zwar seht ihr hier hinter mir mein Blumenbeet, mein Naturblumenbeet. Das will ich jetzt auch noch für den Winter festmachen. Und zwar schneide ich da einfach nur grob die langen vertrockneten Stängel ab. Die werde ich dann abräumen, nicht liegen lassen, da es sich ja eigentlich um eine Magerwiese handelt. Also ich habe dort recht viel Sand eingearbeitet, und wenn ich jetzt zu viel Material liegen lassen würde, würden ja wieder Nährstoffe eingebracht werden.
Die gebe ich dann einfach auf meinen Kompost oder in die grüne Tonne. Vorher verteile ich natürlich die Samen großzügig über dem Beet, weil ich möchte, dass sich für das nächste Jahr wieder viel aussamt, viel verbreitet, was dort wachsen kann. Besonders toll war eine riesengroße Stockrose, die ich in diesem Beet hatte. Und die Samen sind wirklich total einfach abzunehmen, zu sammeln und auch zu vermehren. Die hat solche Kapseln und die ist komplett voll mit den Samen. Und die werde ich jetzt einfach über das gesamte Beet locker verteilen und hoffen, dass ich dann im nächsten Jahr noch einige dieser Stockrosen in meinem Beet willkommen heißen kann. Hier in der unteren Etage, also hier rechts seht ihr die hochgebundenen Rosenkohlpflanzen, habe ich hier noch einerseits vorne ein freies Beet. Da hatte ich die Sojabohnen, die Edamame, angepflanzt. Die habe ich jetzt schon abgeerntet und möchte Saatgut davon nehmen fürs nächste Jahr. Und hier im nächsten Beet habe ich mir schlecht als recht versucht, Kohlrabi anzupflanzen. Die werde ich jetzt auf jeden Fall mal abernten. Einige sind mir geschossen, andere sind von Schnecken zerfressen. Aber mit ein bisschen Wegschnippelei gibt es sicher etwas für eine Gemüsepfanne zu ernten. Zu guter Letzt habe ich hier noch meine Vogelfutterstation, ein kleines Vogelbad und ein Vogelhaus. Im Winter, wenn alles gefroren ist und sie nichts mehr zum Fressen finden, versorge ich hier meine Vögelchen sehr gerne. Und außerdem ist das für uns immer ein schönes Schauspiel, ihnen zuzuschauen. Hier wird jetzt mal das Bad geputzt und frisch aufgefüllt. Das werde ich jetzt regelmäßig machen, weil immer noch Blätter von den Bäumen fallen. Steine kommen hinein, falls Insekten hineinfallen. Das Vogelhäuschen selber lasse ich noch leer, denn momentan gibt es noch genug für die Vögelchen zu fressen. Das war's also für heute mit den Grüßen aus New Bedland. Einiges habe ich geschafft, ein bisschen was ist noch zu tun, aber es schaut jetzt schon viel besser aus. Ich konnte mal sichten, was so los ist, einiges retten, manches war verloren. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet eine Freude daran. Ich wünsche euch eine schöne Zeit in euren Gärten. Sagt danke fürs Zuschauen. Gebt dem Video doch gerne einen Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!